Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und Willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einem iOS-Spiel, wer hätte es gedacht. Dem Spiel Splot. Universal App 99 Cent teuer und das durchaus wert. Versionsnummer 1.05 liegt vor, 89 MB groß, Sprache Englisch. Bei 5 Bewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen und erfordert mindestens iOS 6.1.3 oder neuer. Und das ist das Spiel, das von den Machern, die im Mac App Store auch Trine, wie auch immer, haben. Ich lese mal die Beschreibung vor. Splot ist ein farbenfrohes Jump'n'Run mit einem schnuckligen kleinen Alien aus dem All in der Hauptrolle. Splot ist mit seinem Raumschiff auf einem seltsamen Planeten abgestürzt und begibt sich auf eine Mission, ein Volk von Babyvögeln vor einer bösen Bedrohung zu retten, den hungrigen Blobs und ihren Blobkönigin. Du musst die jungen Vögel retten, bevor sie gefressen werden und dabei so schnell wie möglich ins Ziel gelangen. Sei schneller als die hungrigen Blobkönige und rette die Babyvögel aus großer Gefahr. Revolutionäre Touchsteuerung mit verblüffender Präzision. Überwinde hüpfend gefährliche Hindernisse wie Stacheln, Lava, Laser, Portale und vieles mehr. Steige Stufen auf und verbessere deine Fähigkeiten mit mächtigen Extras wie Magnet, Kälte, Schock und Vakuum. Sammle Tresorteile und schalte mehr als 150 verschiedene Splots frei. Erkunde 7 einzigartige Welten, einen friedlichen Feenwald, eine gefährliche Raumstation, ein Spukschloss und viele mehr. Spiele 56 knifflige Level in 3 Schwierigkeitsstufen, die dein ganzes Können auf die Probe stellen. Liefere dir packende Wettrennen gegen bronzene, silberne und goldene Blobkönige. Erkunde 56 Level und 7 einzigartige Welten, verbessere deine Fähigkeiten mit mächtigen Extras, sammle Tresorteile und schalte mehr als 150 Splots frei. Das Spiel kann in den folgenden Sprachen gespielt werden: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Spanisch, Dänisch, Schwedisch, Holländisch, Indonesisch, Malaysisch und Finnisch. Puh. Ja, im Prinzip habe ich vorgelesen, worum es geht. Splot ist halt ja, so ein kleiner Alien. Ob der jetzt süß ist oder schnuckelig, sei dahingestellt. Es ist wie so ein Knetgummiball-Dingens mit einem Auge. Da müsst ihr halt so ein Parcours überwinden im Prinzip, bevor der Blobkönig euch gefasst, dann ist das Level vorbei und ihr müsst von vorne anfangen. Gesteuert wird einfach mit einem Finger. Ihr tappt auf das Display, ihr springt. Wenn ihr irgendwo runterrutscht, wischt ihr von oben nach unten über das Display, dann rutscht ihr schneller. Was übrigens sehr zu empfehlen ist. Das Ganze, ja, ist durchaus nett, ist ein kleines Spiel für nebenbei, für zwischendurch seine 99 Cent absolut wert und mit 89 Megabyte auch nicht oder auch so groß oder so klein, dass man das durchaus installieren kann. Läuft auf dem iPhone 6 unter iOS 10.0.1, ist glaube ich die aktuelle iOS-Version. Einwandfrei, klare Download- und Kaufempfehlung meinerseits für Splot von Frozen Byte. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.